Servus und herzlich willkommen zu den Heimatgeschichten aus Meising im Landkreis Starnberg. Hier machen wir uns heute auf die Suche nach dem Maibaum. Da kommt er rein, der Meisinger Maibaum. In rund 2 Wochen wird er aufgestellt. Noch herrscht hier gähnende Leere. Wo ist er denn? Das schauen wir uns heute an. Vor kurzem war er noch ein Baum, wie jeder andere, im Wald in Meising. Doch bald wird ihm große Ehre zuteil, dem Maibaum. Schaut schon spektakulär aus, wenn so ein über 30 Meter langer Baum transportiert wird. Inzwischen liegt er schon im Dorf und ist auch schon bearbeitet worden. Da liegt er also, der Meisinger Maibaum, und hat auch schon einiges an Arbeit hinter sich, wenn ich mir den so anschaue. Ihr seid gerade schon bei der 2. Schicht, oder? Ja, genau. Wie lange ist man beschäftigt, bis man... Wie lang ist denn der überhaupt? Wer weiß es? Aktuell 32 Meter. Aktuell 32 Meter. Ändert sich da noch was dran? Jetzt hoffentlich nicht mehr. Solange nichts dazwischen kommt. Wie lang seid ihr da schätzungsweise beschäftigt? Das kommt ganz drauf an, wie schnell wir sind, aber eine Stunde, anderthalb, glaube ich, schon pro Schicht. Ehrlich? So schnell? Ja, der Wahnsinn. Aber wahrscheinlich, wenn die blauen Streifen kommen, dann wird es kompliziert, oder? Ja, dann mit dem Ringeln wird es dann ein bisschen Präzisionsarbeit, aber ich glaube, kriegen wir auch noch hin, ja. Genau. Genau. Stark. Jetzt bat ich mich mal an dir vorbei, dann kannst du weiter streichen, gell? Und dann komme ich zum Oberburschen, bist du gerade genannt worden, der Jakob Christi. Wo kommt der Baum her und wie kommt der hierher? Der kommt von einem Bauern aus Meising, aus dem Wald. Relativ ortsnah gelegen. War kein übermäßig großer Aufwand, dass wir den jetzt daher gefahren haben. War im Endeffekt haben wir den vor einer Woche, am Donnerstag, haben wir den reingeholt. Es war, ist erstaunlich gut gegangen. Wir sind vorne gut rumgekommen um die Kurve. Und das war eigentlich in einer bis 1,5 Stunden war es erledigt. Und auch kein Meisterwerk, einfach mit einem Traktor und einem kleinen Anhänger ist es relativ gut gegangen. Ja. Ja gut, aber die 32 Meter, die müssen schon erst einmal transportiert werden. Was ist jetzt mit dem Baum schon alles passiert? Was habt ihr mit dem euch schon gemacht? Also zuerst haben wir natürlich geschöpft, also die Rinde weg, dann hineingebracht ins Dorf, dann sieht man ja natürlich, haben wir ihn geschliffen und dann ist die Farbe da. So weit sind wir jetzt schon, nach einer Woche. Nicht verkehrt, man erkennt auf jeden Fall schon, dass das ein Maibaum einmal werden soll. Und jetzt ist natürlich eure große Aufgabe, dass der da bleibt auch, gell? Darum gibt es jetzt jeden Abend eine Maibaumwache, oder? Ja, jeden Tag. Jeden Tag wird der Baum bewacht. Jeden Tag von wem anders. Es sind immer unterschiedliche, die sich zusammentun. Das ganze Dorf kommt zusammen. Einmal sind es die jungen Burschen, einmal sind es die älteren Damen. Das ist, bleibt sich wurscht. Jeder darf mal wachen. Und jeder ist willkommen. Kommen alle zusammen. Und alle haben wir Gaudi miteinander. Ist denn der Meisinger Maibaum schon mal gestohlen worden? Nein, in der gesamten Meisinger Geschichte noch kein einziges Mal. Ein bisschen ein Druck, der auf einem lastet, dass das auch so fortgesetzt wird. Aber wir sind relativ optimistisch, dass das alles dabei bleibt. Und jetzt bin ich ja mit den bayerischen Traditionen vertraut. Ich komme selber aus Tutzing, nicht weit weg. Wir haben auch alle 4 Jahre, glaube ich, einen Maibaum gehabt. Aber nicht alle von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wissen vielleicht, wie das mit dem Maibaum so funktioniert. Wie ist denn das, wenn der gestohlen wird? Was passiert denn dann? Ja, wenn der gestohlen wird, dann wird verhandelt. Mhm. Zwischen den Dieben und den Bestohlenen wird verhandelt. Und meistens läuft es darauf hinaus, dass es Brotzeit oder Leberkäs und halt auch ein Bier gibt für die Diebe, die erfolgreichen. Und dann wird der Baum auch von den Dieben selbst wieder zurückgebracht ins Dorf. Da gibt es dann meistens ein kleines Festel. Und es bleibt uns hoffentlich dieses Jahr gespart. Habt ihr denn andersrum schon mal probiert, irgendwo anders einen zum Klauen?
Nein, nicht in einem ernsthaften Versuch. Also die braven Burschen aus Meising. 63 haben die Bickinger Maibaum gestohlen. Wann war das? 63, ja, ich auch noch nicht. Aber erfolgreich? Erfolgreich, ja. Der Stachel sitzt nach wie vor. Zumindest bei den Alten, die noch leben, da sind aber nicht mehr viel da. Der Großvater war dabei, ich habe seiner. Das sind die Geschichten, die dann zufällig noch mal ans Licht kommen. Aber jetzt muss man sich ja schon auch fragen, so einen Maibaum zum Stehlen, funktioniert das? Also es passiert ja schon einmal wieder, aber das fällt doch auf, wenn so 32 Meter irgendwie durch einen kleinen Ort transportiert werden. Wie kann das überhaupt passieren? Das passiert relativ häufig und regelmäßig, aber und dass es nicht auffällt, macht man es ja in der Nacht. Deswegen sucht man sich meistens eine Nacht aus, wo der Baum nicht so ganz so gut bewacht ist. Und dann gehört natürlich eine ordentliche Portion Glück dazu, um dann unentdeckt zu bleiben. Ja, Wahnsinn, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das muss man doch mitbekommen. Spionagearbeit heißt es von da vorne. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei der Maibaumwache in Meising. Willkommen zurück von der Maibaumwache hier in Meising. Und da ist jetzt also die Station, wo die Wächter sich dann aufhalten. Ja. Die sind die ganze Nacht da? Ja, die ganze Nacht. Ab und zu wird sich ein bisschen abgewechselt, je nachdem, wie motiviert. Oder, beziehungsweise motiviert sind alle, aber ob's. Wie miert eher. Ja, genau. Das ist immer dann die Frage, ob man dann wirklich durchhält bis in der Früh. Aber es wird die ganze Nacht aufgepasst. Und was macht? Also da wird jetzt offensichtlich gerade der Grill angeheizt. Wie läuft dann so eine Wache ab? Was macht sie da? Ja, getroffen, die ganze Nacht. Getroffen wird sich am Abend, dann wird meistens erst einmal gegrillt, irgendwas gegessen, genauso mitgebracht. Da sind ja meistens auch noch mehrere Leute da, die dann im Laufe des Abends heimgehen. Und dann unterschiedlichste Sachen von vom Kartenspulen über einfach Ratschen und der Gaudi haben. Und wie viele Leute sind dann bei euch so beteiligt jetzt bei den Maibaumwachen? Unterschiedlich. Das ganze Dorf dann eigentlich? Ja, insgesamt auf jeden Fall. Das ist tagesabhängig, wie viel dann da sind. Es gibt mal stärkere, mal schwächere Tage. Natürlich unter der Woche ist es schwieriger, dann die ganze Nacht aufzubleiben, weil dann die meisten noch arbeiten müssen. Ja. Aber im Normalfall gestern am Wochenende wieder auf und dann sind auch schnell mal 30 Leute da. Stark. Ja, das ist dann schon cool, wenn da dann auch alle zusammenkommen. Ist dann auch eine, wahrscheinlich ein bisschen eine anstrengende Zeit, aber auch eine schöne. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist anstrengend in der Vorbereitung, in der Organisation mit Sicherheit. Aber dann die Abende und die Tage am Wochenende, die sind dann doch immer sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Ich glaube, ich dir gern. Jetzt kommen wir mal zum 1. Mai, wenn er dann aufgestellt wird, der Baum. Wie läuft das bei euch in Meising ab? Macht ihr das noch mit Manneskraft oder zieht die Feuerwehr den hoch? Na, wir sind ganz traditionell unterwegs. Cool. Und werden den komplett mit Hand aufstellen, von Hand aufstellen. Wird dann am Vormittag starten, um 10 Uhr ungefähr. Und ab da sind auch dann die Gäste herzlich willkommen. Und was ist alles geboten am 1. Mai in Meising? Am 1. Mai, wir haben Ausschank ist natürlich das Annexer Bier haben wir da. Wir haben Schmankerl vom Grill, so wie ein Räubrand vom Grill. Wir haben Weißwürste und Steckerlfische zum Essen. Stark. Und für die Kinder ist auch für Unterhaltung gesorgt mit Hüpfburg und dem Angebot. Und Musik natürlich, die Blasmusik Pöcking, die Blaskapelle Pöcking spielt. Ah, cool. Und wird dann bis am späten Nachmittag die Festgemeinschaft begleiten und unterhalten. Und bis 12 muss er stehen dann eigentlich, oder? Ja, in der Regel schon. Das ist ein bisschen abhängig von den Bedingungen, ob es jetzt regnet oder je nachdem, wie gut das es geht. Aber bis um 12 sollte eigentlich spätestens stehen. Stark. Das Ganze wird jetzt ja größtenteils von euch, vom Burschenverein, organisiert. Was macht ihr denn als Verein sonst noch so alles, wenn ihr nicht gerade den Maibaum herrichtet und aufstellt? Ja, ansonsten gibt es bei uns mehrere kleinere Feste unterm Jahr. Die sind aber meistens nur für die Dorfgemeinschaft, für die bisschen Brauchtumspflege und dann einfach
einfach für die Gemeinschaft in der Ortschaft, dass man zusammenkommt, dass man schöne Zeit hat. Und, aber so große Festivals, der 1. Mai, das ist schon die Ausnahme. Das ist dann auch mehr alle 4 Jahre. Und da braucht man dann aber auch die ganze Ortschaft. Das glaube ich. Wie lang bist denn du? Du bist Vorstand von den Burschen in Maising. Wie lange machst du das schon? Seit jetzt das 3. Jahr aktuell. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, hey, ich bin jetzt nicht bloß dabei, sondern ich engagiere mich jetzt da so, dass ich den Vorstandsposten übernehme? Weil es kommt relativ schnell und schneller, als man denkt. Ich war zuerst halt anderweitig beschäftigt in der Vorstandschaft und war dann, hat sich dann die Frage gestellt, wer macht es dann weiter? Und kommen viele dazu im Laufe ihrer Zeit, ob sie es wollen oder nicht. Das ist dann immer die Frage. Aber bei so einer kleinen Ortschaft wie Maising kommen viele nicht drum herum, dass sie sich das Amt als Vorstand antun. Aber bist immer noch mit Freude mit dabei. Ja, gerne jetzt gerade die Organisation für den 1. Mai ist schon. Es ist toll, wenn man sieht, was dann auf die Beine gestellt wird und dass die Ortschaft zusammenhält und alle zusammenkommen und zusammenhalten. Das ist macht man nicht jeden Tag sowas mit, gell? Ist schon ein Erlebnis, wird man sich lange dran erinnern. Jakob, ich sag vielen Dank, danke auch, dass ich bei euch mal reinschauen durfte, bei eurer Maibaumwache. Der Grill wird langsam warm, da wird es jetzt richtig gemütlich hier bei der Maibaumwache. Ich drücke die Daumen, dass eure Serie nicht reißt und dass der Baum weiterhin nicht geklaut wird. Und wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus, bis dann.